nie mehr enttäuscht sein. Stell dir das mal vor. Du bist nie mehr enttäuscht, wenn du diese Technik kannst. Du wirst dich nie mehr täuschen lassen von etwas, das so oder anders wird. Aber ich habe mir auch immer gedacht, und jetzt bin ich wieder enttäuscht von einem Ereignis oder von einem Menschen. Und es waren bei mir zwei Punkte und es sind höchstwahrscheinlich auch bei dir zwei Punkte, warum du immer wieder enttäuscht bist. Wenn du zu einer Party eingeladen warst, wenn du dir vorher schon Gedanken gemacht hast, genaue Vorstellungen, wie das alles werden wird, du hast dich schon gefreut auf diese Veranstaltung. Und diese Veranstaltung war dann meistens ein absoluter Käse. Die Stimmung war nicht gut, die Leute waren komisch, du selber warst nicht gut drauf. Und dann eine Party, die sich spontan ergeben hat, wo man keine Erwartung aufbauen konnte und wo man sich keine Vorstellung gemacht hat, wo man einfach da war, wo einfach passiert sind. Und das sind meistens die besten Ereignisse, die besten Partys überhaupt. Und jetzt haben wir die zwei Punkte schon. Die Vorstellung, wir denken, wir stellen uns etwas vor, wir machen uns ein Bild von etwas in der Zukunft. Genau das dreht sich dann. Die Vorstellung meistens positiv, es wird sicher schön, der Urlaub wird sicher schön. Der wird dann meistens totaler Käse, am besten gleich daheim bleiben. Oder die Erwartung an einen Menschen oder an ein Ereignis, das wird sicher grenzgenial. Genau das Gegenteil ist meistens der Fall. Und wenn wir die Erwartung, wenn du das kannst, einfach die Erwartung rauslassen, einfach weglassen, erwarte nicht. Und stell dir nicht vor. Stell dir nicht vor, wie das werden wird. Lass es einfach weg. Du weißt eh den groben Rahmen. Gut, an diesem Termin bin ich eingeladen, eine Hochzeit. Okay, weiß ich, kenne mich aus. Gut, ich weiß ungefähr, wer da sein wird. Aus, fertig. Keine Vorstellung, keine Erwartung, nichts. Und wenn du das machst, dann bist du frei bei jedem Ereignis. Es kann passieren, was passiert. Und es wird meistens eher toll. Genial. Und du denkst dann vielleicht nachher, wow, das war so genial, das hätte ich mir nie denken können, weil du eben frei warst. Das ist echt ein cooler Trick. Vorstellung weglassen und Erwartung draußen lassen. Nie mehr enttäuscht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich schon drauf. Pfiati!